Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier im herbstlichen Waldau. Ah, und wenn man das vergleicht, wie Waldau vor einem Jahr aussah, vor dem Winter, hat sich schon schön was getan. Schön entwickelt hat sich unsere kleine Siedlung. Aber wir haben nach wie vor viel zu tun, viele Pläne. Ein, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Ich habe nochmal diese gesamte Arbeitsstrecke, so nenne ich das jetzt mal, der Getreideverarbeitung mir angeschaut. Den Workflow gewissermaßen. Und ich habe festgestellt, dass dieser Speicher eigentlich unsinnig ist. Weil wir haben gesehen, dass die Ernte direkt zum Bauernhaus gebracht wird. Das heißt, da benötigt man eigentlich gar keinen Speicher. Und der hier ist groß genug. So, dann wird das hier gedroschen. Und dann ist es eigentlich unnötig, die Körner hier in den Speicher zu bringen. Die können direkt in die Windmühle. Und die Windmühle selbst hat auch ein relativ großes Lager. Es kann sein, dass wir es später noch benötigen. Aber es ist völlig in Ordnung, wenn Korn und Mehl hier gelagert wird und das Ganze dann in den Ofen gebracht wird, zum Ofen. Also das können wir jetzt erstmal hier reduzieren. Das ist tatsächlich jetzt nicht nötig. So, dann habe ich aber gesehen, dadurch, dass wir jetzt zwei Produktionen haben, die Bretter benötigen, müssen wir unsere Bretterproduktion erweitern. Das hilft nichts. Da ist ja auch noch einmal Platz. Da werden wir auf jeden Fall jetzt eine zweite Familie hinbringen. Ich denke, das scheint mir vernünftig zu sein. Wir müssen beobachten, ob das dann mit dem Bauholz noch wieder stimmt oder ob wir da Veränderungen noch durchführen müssen. Aber im Moment geht das. So, als nächstes ist das Thema, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Bier, beziehungsweise mit der Gerste, die wir schon im ersten Jahr geerntet haben. Und es gibt die Möglichkeit natürlich, hier einen Bierbrauer zu etablieren. Hier oben. Ausbau zur Brauerei. Aber, mir scheint es so zu sein, dass ich glaube, das Melzen ist wieder so ein saisonaler Prozess. So wie jetzt die Windmühle. Das läuft nicht das ganze Jahr über. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, dann lohnt sich zumindest für unsere Siedlungsgröße ein direktes Handwerk in einer Hofstätte noch nicht. Weil wenn wir das als externes Arbeitsgebäude haben, dann können wir ja immer nach Bedarf die Leute hinschicken und wieder rausnehmen, wenn es nicht mehr nötig ist. Aus dem Grund werden wir diese Melzerei gesondert platzieren. Und ich habe mir auch schon überlegt, wo wir die hinbringen. Im Übrigen, jetzt läuft der Verkauf der Schilde. Jetzt hat es geklappt. 152 Regionsvermögen. Ist doch wunderbar. Pass auf, wir werden den Weg hier mal weiterziehen. Von diesem Feld aus. Hier so durch. Bis hier. Und diesen Bereich will ich noch für ein zweites Feld reservieren. Aber hier. Vielleicht ziehe ich hier sogar auch noch eine Straße hin hoch. Wer weiß. Obwohl, nee, das will ich nicht machen. Ich will nicht zu viele Straßen hier nach draußen haben. Das machen wir nicht, aber wir gucken uns das kurz hier an. Also, wo ist das Ganze hier? Melzerei. Braucht auch Brennstoff. Das ist natürlich auch noch so ein Knackpunkt. Ja, bitte an Straße einrasten. Und ich denke, ja, wir können die auch hier hinstellen. Das ist auch okay. Hätten wir im Notfall noch einen Platz für ein kleines Feld, wenn wir das wollen. Oder für was anderes. Weil wenn hier die Taverne hinkommt, ist das völlig in Ordnung. Die müssen halt dann nur von dort nach dort die Gerste tragen. Das werden sie wohl hinbekommen. Das ist okay. Platzieren wir das dort. Gut, dann beginnt schon die erste Bierbrauerei. Und das bedeutet wiederum, dass wir durchaus die Taverne eigentlich auch schon planen können. Und wie mir scheint. Ich will nur mal die Sache mit den Feldern durchgehen. Bei mir ist das immer noch nicht hundertprozentig klar, wie das von der Anzeige funktioniert. Also, dieses Feld will ich jetzt brach lassen. Das nächste Mal. Ich denke, das ist jetzt also korrekt, dass wir hier Brache haben. Danach Weizen, danach wieder Brache. Hier soll Flachs angebaut werden. So, danach Brache, danach Weizen. Aber, und das ist halt jetzt ein bisschen das Verwirrende, warte mal, das ist nächstes Jahr, genau. Nächstes Jahr. Hier will ich dann nächstes Jahr Weizen haben, aber im zweiten Jahr können wir dann hier Flachs machen und dann Brache. So muss es sein. Flachs, Brache, Weizen. Weizen, Flachs, Brache. Das haut hin.
Und dann brauchen wir noch ein weiteres Feld für das übernächste Jahr Gerste. Ich mache jetzt hier noch einmal Gerste, weil das war ja jetzt hier nur noch so eine halbe Ernte. Das haut hoffentlich von der Fruchtbarkeit her. Herhin, hoffe ich zumindest. So weit, so gut. Okay. Dann würde ich sagen, planen wir die Taverne. Da werden wir mal nicht an Straße einrasten, sondern die so hier, so gut es geht, in die Ecke mit hineinplanen. Ah ja, sehr schön. Hat hier selber schon den Weg so ein bisschen verlängert. Ja, ich finde es auch gut, dass das ein bisschen großzügig ist, dass wir hier ein bisschen Grün haben, links und rechts, dass nicht alles so eng und knasch an die Straßen und Wege platziert wird. Der Wind der Naht! Okay, das ist aber nur so ein Hinweis, ne? Zum nervös machen. Es ist aber Oktober und dann kommt noch November. Also ich könnte mir vorstellen, dass die durchaus noch den November nutzen werden, um die Felder zu bearbeiten. Das scheint jetzt auch ganz gut zu funktionieren. Haben wir vielleicht irgendwo noch Luft bei Personal? Und hier, ich wiederhole meinen Wunsch, hier wäre eine Übersicht ganz schön. Zumal, was ich auch vom Interface nicht optimal finde, ist, dass zum Beispiel jetzt, es müsste eigentlich auch angezeigt werden, dass im kleinen Stall jemand arbeitet. Da sehen wir nur, dass da zwei Tiere sind. Aber es wäre schön, wenn auch ein Hinweis käme, dass man hier auch eine Familie hat, ne? So wie das hier angezeigt wird. So, ich denke, das ist alles soweit okay und wichtig. Brennholz muss auch konstant gemacht werden. Wir werden im Winter natürlich keinen Förster mehr benötigen, aber das ist noch ein bisschen hin. Nö, ansonsten sehe ich im Moment jetzt keine Umdisponierungsmöglichkeiten. So wie es ist, müsste es in Ordnung sein. Man könnte sich überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, hier mehr Familien zum Gemeinschaftsofen hinzubekommen. Das ist jetzt wieder so eine allgemeine, ich sag mal, Grundentscheidung. Will man jetzt einfach konstant immer so ein bisschen Brot produzieren aus dem Mehl? Oder will man so schnell wie möglich das Mehl wegproduzieren? Da wir im Moment jetzt nicht viel Kapazitäten haben, lasse ich das mit dem einen. Das würde ich sagen, reicht erstmal. Ich will mir mal anschauen, wie ist denn die Lebensmittelvielfalt? Oh, schaut mal, das täuscht auch ein bisschen. Wenn man immer oben auf diese Anzeige zeigt, weil das ist die Anzeige des Warenüberschusses. Wenn wir anzeigen, was der tatsächliche Lagerbestand ist, dann sehen wir, also das ist das, was auch auf dem Markt ist, dass wir durchaus noch Fleisch haben, dass wir Gemüse haben, dass wir ein paar Eier haben. Das ist also in Ordnung. Wie sieht es eigentlich allgemein aus hier mit Schuhen? Schaut mal, das ist auch ein gutes Gefühl. Wir haben ja schon lange kein Leder mehr produziert, aber trotzdem haben wir nach wie vor Schuhe da, die wir verkaufen können. Das heißt, die Bedürfnisse der Leute können wir erfüllen. Das ist solide, damit bin ich zufrieden. Wir haben jetzt auch ein bisschen Steuereinnahmen. Ich würde sagen, dann machen wir Folgendes. Dann werden wir hier das Gefolge tatsächlich mal erweitern. Oder, was natürlich auch möglich wäre, wir können einfach die vorhandene Rüstung verbessern. Nee, komm, wir holen uns einfach einen neuen. Wir sehen, 12 Mann können wir hier haben. Ja, da werden wir einfach die Steuergelder jetzt für ausgeben, um da schlagkräftiger zu werden mit der Zeit. Idealerweise ist es so, dass wir dann irgendwann das Gefolge dann lossenden können. Warum pausiere ich? Um diese Räuberlager zu erledigen. So, dass wir dann unsere Miliz nicht dafür missbrauchen. Weil am Ende, das ist ja der Sinn einer Miliz, dass sie vor Ort im Notfall, im äußersten Notfall quasi den Ort verteidigt und nicht irgendwie auf Kriegszug irgendwo hingeht und dann deren Arbeitskraft fehlt. Das wollen wir nur ausdrücklich nicht. Interessant ist es, dass wir tatsächlich auf 50% gefallen sind. Müsste aber noch reichen für einen Zuzug. Und wir sehen tatsächlich, die Bauern sind auch im November am Arbeiten. Das ist doch hervorragend. So, ich würde sagen, wir beobachten mal ein bisschen den Bau hier unserer Melzerei.
Nächste Familie kommt dazu. Das ist schön. Bretter tatsächlich nehmen nach wie vor ab. Aber unsere Änderung, die müsste langsam Wirkung zeigen, hoffe ich. Wobei im Moment da nicht gearbeitet wird. Schweinerei. So, drei Leute jetzt hier. Ich würde sagen, wir bringen lieber hier noch jemanden rein ins Bauernhaus, damit hier noch besser auf den Feldern gearbeitet wird. Und für mich ist jetzt schon absehbar, ich glaube, dass wir im nächsten Jahr ein weiteres Bauernhaus benötigen. Ich denke, ich werde das hier so hinbauen, sodass wir hier noch ein, zwei weitere Felder platzieren können. Ich will endlich von dieser Knappheit der Nahrungsressource weg. Oh, wilde Tiere, 36 von 40. Wir lassen nochmal sie auf 40 gehen. Und dann werden wir anfangen. Und dann ist auch wieder die Entscheidung. Ne? Ich denke, wenn wir Dezember haben, dann sind die Leute ja nicht mehr auf dem Feld. Dann haben wir ja wieder Freiraum, was Familien betrifft. Dann können wir das Jägerlager bestücken. Aber jetzt ist die Grundsatzfrage wieder. Organisiert man das so, dass man sie wieder komplett runterschießt? Oder ist es vielleicht aufs gesamte Jahr betrachtet effektiver, wenn man halt nur wenige Jäger hat, aber die konstant Fleisch und Felle dort produzieren oder heute? Ob dann netto unterm Strich am Jahresende mehr bei rumkommt? Müsste man ausprobieren, aber dazu müsste man diese Daten erfassen. Haben wir jetzt bisher nicht systematisch getan. Könnte man vielleicht mal machen. Dann müsste man die gleichen Bedingungen schaffen und zum Beispiel ab Dezember dann starten, indem man, aber da müsste man erfassen, und das fehlt natürlich jetzt, Statistiken, wie viel Produktion hat so etwas im Jahr, ne? Also wie viel Fleisch wird am Ende wirklich durch ein Jägerlager produziert? Da gibt es ja keine Statistiken. Und das kann man nicht einzeln erfassen. Also, das kann man, aber es wäre jetzt in diesem Rahmen ziemlich nervig. Wir gucken weiter. Das Ganze ist hier schon voll beliefert. Aber offenbar meinen die Bauarbeiter, wir arbeiten lieber an der Taverne. Ich meinte, gut, klar, kann ich ein bisschen verstehen. Aber ich finde, hier sollte schon, wir machen mal hoch, hier sollte schon das endlich mal zu Ende gebaut werden. Was wir auch noch haben, ist ja Gemüse, ne? Wobei, bisher haben wir nie so richtig erlebt, dass irgendwie jetzt hier systematisch abgeerntet wird, so vor dem Winter. Das müsste ja jetzt spätestens jetzt passieren. Aber das macht irgendwie keiner. Ich habe das Gefühl, das verfriert immer. Aber es ist nicht so, dass wir kein Gemüse haben, immerhin 9. Ist jetzt auch nicht nichts. So, jetzt macht man hier das Ganze zu Ende. Ein neuer Lebensmittelstand ist fertig, okay. Und die Melzerei ist fertig. Und ich würde sagen, wir schicken da jetzt direkt mal jemanden rein. Oh, und hier sehen wir tatsächlich ein Feuer brennen. Schön. Okay, das ist der Melzboden, soll das wahrscheinlich sein. Da wird das dann einfach getrocknet. Das muss aber vorher irgendwo dann kurz aufkeimen. Insofern wird das nicht der Melzboden sein. Wahrscheinlich soll das der Melzboden sein. Und hier wird es dann getrocknet. Hier wird es angefeuchtet, keimgelassen und hier wird es dann getrocknet über dem Feuer. So würde ich mir das jetzt vorstellen. 25 Mann. 112 Tage. Gut, sehr schön. Das heißt, jetzt wird an der Taverne gebaut und hier ist schon, ja, schon ganz schön viel gemacht worden. Und das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig sehe, na, ich bin mal gespannt, ob das reine Gebäude genügt oder ob wir wirklich jetzt Bier herstellen müssen. Dass wir aber dann in Richtung Stufe 3 gehen können. Und das ist durchaus wichtig, weil wir dann wieder einen Punkt bekommen. Wir werden dann Kleinstadt im Übrigen. Weil wir dann einen Punkt bekommen und die sind echt wichtig. Da habe ich vielleicht auch ein paar
Sachen verschwendet. Also diese Ersparnis der Handelsrouten wäre vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen. Wenn ich sehe, wie wichtig Schafe sind, zum Beispiel um die Fruchtbarkeit zu erhöhen und konstant Felle zu haben. Oder der große Flug, das ist bestimmt auch nochmal eine richtig wichtige Geschichte. Also Schafzucht und schwerer Flug, die beiden Sachen will ich unbedingt haben. Das sind die nächsten Dinge, die wir benötigen. Schön auch, wie der Markt immer lebendiger wird, vielfältiger, immer mehr Marktstände. Das ist, System finde ich richtig cool, dass es irgendwie so nach Bedarf hier sich entwickelt. Das habe ich sonst noch nirgendwo gesehen, das gefällt mir. Und das wird ja auch ein schönes Gebäude. Die Taverne. Okay, hier ist tatsächlich schon... Warte mal kurz. Stopp. Wie? Okay, jetzt habe ich, glaube ich, was verwechselt, ne? Was die Gebäude betrifft. Die Melzerei stellt natürlich noch gar kein Bier her. Wir benötigen tatsächlich eine Brauerei und die gibt es nur über diesen Weg. Aha. Ja, toll. Jetzt haben wir dann doch die Taverne und noch kein Bier. Okay, aber da habe ich Quatsch erzählt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die reine Anwesenheit der Taverne das Bedürfnis erfüllt. Das wäre ziemlich dumm. Ich glaube es nicht, weil hier ausdrücklich Bier erwähnt wird. So, und die Melzerei bringt uns natürlich noch kein Bier. Gott, oh Gott, oh Gott. Wir brauchen also echt noch einen Brauer. Und das heißt eine Person, die wirklich nur dafür zuständig ist. Wäre ideal, wenn das hier vorne einer übernehmen würde. Auch wenn das jetzt... Ja gut, wir müssen es wohl machen. Oder reicht es... Naja, nee, ich will das jetzt nicht exploiten. Ich schau mal. Würde es reichen, wenn ich jetzt eine Familie hier als Wirt zuweise, um das Bedürfnis zu erfüllen? Nee, ne? Das wäre Quatsch. Das machen wir nicht. So, kurz mal überlegen. Also... Wie ist da ein sinnvolles Verfahren? Ich würde sagen, wir warten jetzt den Dezember ab. Dann haben wir den Freiraum, was die Felder betrifft. Und kriegen halt ordentlich freie Familien. Und dann werden wir die Brauerei starten. Und da geht es eben noch nicht so schnell mit der Taverne. 38 von 40. Aber Blick auf die Nahrung. Schaut mal, das ist jetzt auch ganz gut. 12 Brot haben wir schon. Das ist okay. 14 Eier. Also der Markt ist jetzt ganz gut bedient. Die drei verschiedenen Lebensmittel erreichen wir vollständig. Kein Problem. Insofern scheint es auch zu reichen, eine Familie im Moment beim Gemeinschaftsofen zu haben. Kein Problem. Gut, das heißt, wir haben jetzt im Moment, ist jetzt alles im Lot. Außer die Brettersituation. Die gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Ich habe das Gefühl, dass diese Sägegrube halt so klein ist, weil da am Ende sowieso immer nur einer stehen kann, der sägt. Dass das mit den zwei Familien gar nicht so viel mehr bringt, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich wäre es effektiver, einfach eine zweite Sägegrube zu etablieren. Und einfach eine zweite Familie dorthin zu schicken. Ich glaube, das würde am Ende mehr nützen. Ist natürlich wieder die Sache mit dem Ochsen. Aber wir können es ja mal ausprobieren, ob die Ochsen klarkommen. Wisst ihr was? Ich baue das. Wir bauen noch eine Sägegrube. Die bauen wir hier direkt neben. Und ich glaube, und dann werden wir einfach hier eine Familie von dort nach dort schicken und mal beobachten, ob die Gesamtbilanz besser wird. Weil im Moment gefällt mir das nicht. 10 Bretter, viel Überschuss. Ist nicht so dolle. Ich meine, wir machen gutes Geld, ne?
Also 152 Regionsvermögen, das läuft jetzt. Da kann man sich nicht beklagen. Können wir natürlich auch wieder weiter noch in Hinterhöfe investieren, aber scheint mir im Moment jetzt noch nicht nötig zu sein. So, wir lassen mal ein bisschen schneller laufen. Jetzt wird jetzt sogar gesät. Okay, das heißt, wir haben jetzt echt die Wintersaat. Weizen, Flachs. Das funktioniert also doch. Krass. Jetzt würde ich mir, was ich mir jetzt fragen würde, ob, wenn die jetzt das nicht schaffen mit der Saat, ob die dann im Frühjahr direkt nochmal weitermachen. Oder wie die sich das aufteilen. Ja. Weil wenn alles jetzt im Herbst gesät werden müsste, dann hätten wir natürlich schon wieder ein Problem. Aber tatsächlich ist das Weizenfeld, da kann ich direkt mal hohe Priorität machen. Das ist für mich jetzt auch das Wichtigste. Die Sägegrube ist fertig, prima. Das ging auch schön schnell. Ja, dann machen wir das mal. Disponieren wir mal hier oben. So und so. Natürlich ist es jetzt von Nachteil, dass jetzt hier kein Ochse ist. Das ist klar. Aber wir haben ja eigentlich jetzt freie Ochsen und Familien, die sich auch drum kümmern. Also das müsste eigentlich gehen, dass auch der Ochse dorthin was bringt. Wir beobachten das Ganze. So, hoffen wir mal einfach, dass der November noch ein bisschen dauert, dass hier die Aussaat noch gut läuft. Hier sind wir bei 100% jetzt gleich, oder 99. Die 100 sollen wohl nicht erreicht werden. Die sind jetzt auch alle auf der anderen Seite. Auf dem Flachsfeld. Na gut, das ist das Sägegrubenlager. Und das geht jetzt auch gut voran. Okay, das wächst tatsächlich schon ein bisschen. ...282 Tage. Das scheint tatsächlich zu sein, dass es im September quasi den Stichtag der Ernte gibt. Und alles andere wird von da raus bemessen. So scheint das zu funktionieren. Und ich hoffe mal, dass das Spiel das respektiert, dass der Winter den gerade gekeimten Pflanzen eher gut tut, als ihn schadet. Wir werden es erleben. Okay, das haben die jetzt auch erledigt. Sehr schön. Wo laufen die jetzt hin? Machen die mit den Feldern noch was? Hier habe ich gesagt Brache. Ach ja, weil hier Gerste drauf war. Deswegen machen sie nichts. Okay, dann sind die durch. Die Bauern sind durch, Leute. Das heißt, wir können jetzt eigentlich die Bauern abziehen. Die machen meines Erachtens jetzt nichts mehr. 5 Bauernfamilien hatten wir da schon. Wartet, geht nach Hause. Ja, alle Indizien weisen darauf hin. Ja, okay. Dann haben wir jetzt 6 freie Familien. Und damit würde ich sagen, geht jetzt die Jagdsaison los. Perfektes Timing. Ich werde mal 2 Familien. Ich werde es mal voll machen mit 2 Familien. Wir haben jetzt 3 Monate Nahrung. Da müssen wir schon ein bisschen gegen kompensieren. So, wir haben 4 freie Familien. Wie sieht's aus mit der Melzerei? Haben wir jetzt noch... Haben wir schon alles gemelzt? 12-mal Malz. Sieht so aus. Wir haben nichts mehr. Wir haben keine Gerste mehr. Okay. Gut, dann können wir hier den auch abziehen. Dann brauchen wir jetzt unbedingt eine Brauerei, damit wir erstmal hier starten können. Wir müssen kurz mal checken, was machen die? Die sind nicht zugewiesen. Ja, perfekt. Dann wird das jetzt hier... Nein! Birch Plot Level Too Low. Ach so, das muss erst auf Stufe 2 aufgewertet werden. Dann geht das, glaube ich zumindest, oder? Und hier sind Bedürfnisse nicht erfüllt. Was?
Brennstoffstand, keine zwei Arten von Nahrung. Ich bin entsetzt. So, wir haben Dezember. Das bedeutet wiederum, wir haben jetzt auch keine Not mehr. Der Förster kann nicht mehr arbeiten. Ja, wir können schon mal nebenbei ein bisschen Lehmabbau nochmal betreiben, so, damit die hier nicht faulenzen. Aber wir müssen jetzt mal gucken. Neue Familie ist eingezogen. Oh. Jetzt kann man nur hoffen, dass das mit der Nahrung hinhaut. Aber wir haben ja noch ordentlich Mehl in Reserve. Nicht wahr? 28 Mehl, ja, da kann man schon was machen. Ah, es sind auch wieder 10 Häute da. Sehr gut. Das heißt, die Gerberei kann schon wieder starten. Prima. So, aber das ist ja nervig, das Lebensmittelstand. Warum findet er das nicht? Was ist hier los auf dem Markt? Also hier haben wir 3 Sachen. Hier haben wir 4 Sachen. Hä? Brennholz ist auch da, ist auch überhaupt kein Problem. 8 Monate Brennstoff. Die Marktstände sind voll. Das finde ich ja komisch. So, ihn könnten wir upgraden. Das würde schon gehen. Aber er hat hinten den Ziegenstall. Das ist schade. Hier, ich meinte, das ist ein... Ist egal. Das kann man machen. Ich meine, die Taverne ist da. Ja, komm, dann machen wir hier das Upgrade. Erst die Verbesserung auf Stufe 2. Brauchen wir eh. Ah ja, jetzt sehen wir auch 6 auf 7. Hm. Brauchen wir eh für die Kleinstadt. Passt also. So, 4 Familien, die eigentlich nichts zu tun haben. Das ist doch verschwendet. Für die sollten wir noch Arbeit suchen. Oh, schaut mal. Das klappt jetzt wirklich besser mit den Brettern. Also das war eine richtige Entscheidung, das so zu machen. Gut. Ich denke, wir nutzen einfach die Gelegenheit und bauen hier nochmal ordentlich Lehm ab. Wie gesagt, bevor die faulenzen. Dann haben wir Lehm unendlich in Reserve. Das Lager ist auch noch überhaupt kein Problem. Und dann kommen wir und können wir uns im nächsten Jahr hier mit dem Eisenvorkommen befassen. Und dann anfangen, Werkzeuge oder ähnliches zu bauen. Im Übrigen ist es wohl auch so, ich habe das irgendwo gelesen in der Hilfe, dass Werkzeuge tatsächlich auch benötigt werden in den Betrieben. Das steht aber nirgendwo, merkwürdigerweise. Wenn man aber keine Werkzeuge hat, dann arbeiten die ineffizienter. Das ist eine nicht ganz unwichtige Info, habe ich in der Hilfe gelesen. Das könnte also schon sein, dass jetzt Tischlerei, Schusterwerkstatt, Feilmacher nicht ganz so effizient arbeiten, wie es sein könnte. Man könnte eigentlich auch beginnen, über einen Handelsposten erst einmal Werkzeuge einzuhandeln, um das zu optimieren. Ich probiere es einfach mal aus. Es müssen ja nicht viele sein. Und die Möglichkeiten haben wir. 25... Lasst uns hier einfach mal immer so viel importieren, dass wir 3 Werkzeuge in Reserve haben. Das können wir uns locker leisten, ist kein Problem. Wir haben übrigens schon wieder schönes Einkommen in der Schatzkammer. Das heißt, wir können unser Gefolge noch ein bisschen erweitern. Auf 7. Und vielleicht auch den einen oder anderen schon mal... Nee, wisst ihr was? Ich werde erstmal die Manpower erhöhen, bevor wir die Qualität erhöhen. Achso, ich muss hier schließen. Entschuldigt, Leute, kapiere ich immer nicht. Weiter geht's. Gut, okay. Worauf warten wir? Wir warten, dass irgendwie diese Hofstätte hier zu Ende gebaut wird. Das ist das nächste Ding hier. Schau mal, wie die Entwicklung hier der Tiere ist. 38 von 40.
Das scheint hinzuhauen. Heute Leder. Wir werden also auch wahrscheinlich wieder schön Schuhe produzieren. Mehl ist auch noch da. Ja, ja, wir werden über den Winter kommen. Das passt. Fehlt noch ein Baumstamm. Wo ist unser Ochse? Setzt er sich da erst in Bewegung? Was ist hier los? Zwei Eier gestohlen. Wir haben lange keine Banditen mehr gehabt. Die haben Eier gestohlen. Eierdiebe. So, da war der Ochse. Und wir haben Stufe 2 und das bedeutet, jetzt können wir das Ganze zur Brauerei ausbauen. Und das machen wir auch sofort. Ja, damit haben wir jetzt erstmal nur eine Familie frei zum Bauen, was im Moment völlig ausreicht, weil wir keine großen Baupläne mehr haben. Schaut mal, Bretter läuft. Prima. Bauholz wird natürlich jetzt ein bisschen enger, weil mehr Bretter verarbeitet werden. Über kurz oder lang werden wir natürlich entweder hier mehr Leute einstellen müssen ins Holzfällerlager oder jetzt ein zweites benötigen, das ist klar. Da muss man zum richtigen Moment den Umstieg irgendwie hinbekommen. Ja, ist natürlich jetzt nicht besonders effizient, dass wir jetzt eine Familie haben, nur fürs Bierbrauen, wo wir jetzt noch gar nicht so viel Gerste haben, aber das wird ja in Zukunft eine Daueraufgabe sein. Das ist schon in Ordnung. Hier fehlt noch ein Brett, aber das wird sicher gleich gebracht. Bretter haben wir inzwischen genug. Ich will auch nochmal den Verkauf hier justieren. Habe ich immer noch Bretterexport? 20. Ab 20 wird exportiert. Wollen wir das weiterhin? Naja, ich würde mal sagen, wir machen mal 25. Dass wir ein bisschen mehr Reserve haben. Okay, damit haben wir den Brauer. Habe ich jetzt hier wirklich? Ja, Brauerei. Sieht so ein bisschen aus wie ein Backofen. Ist auch einer. Aber ist okay. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Der holt sich jetzt... Was eigentlich? Wo ist das eingelagert? Ist das da hinten hingekommen? Nee, ne? Da haben wir nur noch Mehl. Das heißt, ist das hier im Speicher? Nee. Ist das hier im großen Lager? Ja, tatsächlich. Die Malz ist da ins Lager gekommen. Ja. Da es jetzt nicht nützt, man könnte wie gesagt immer sagen, okay, man baut hier Lagerhäuser in der Nähe, aber das bringt ja nichts, weil da immer dann Familien sein müssen. Ist das schon in Ordnung so? So, hier sind Hühner. Hier ist der Brauer. Der jetzt ganz sicher holen die doch irgendwo jetzt. Ja, genau, die holen jetzt. Malz, sehr schön. Die gesamte Familie legt jetzt los.
So stelle ich mir das vor. Hervorragend. Dann bauen wir später noch eine Taverne und dann haben wir sicher, hier, schaut mal hier, das Letzte, was fehlt. Und dann können wir auf die Kleinstadt uns orientieren und die Hofstätten auf Stufe 3 bringen. Aber wir müssen ja bedenken, dass wir damit 3 Hofstätten wiederum auf Stufe 2 verlieren. Das heißt, wir müssen wiederum 3 Hofstätten von Stufe 1 auf Stufe 2 bekommen. Und das ist was, was jetzt schon nebenbei so erledigt werden kann. Warum eigentlich nicht? Upgrade wird uns ja hier immer angezeigt. Schaut mal, hier geht's. Machen wir das. Kostet uns 4 Bauholz. Aber ich würde sagen, das ist jetzt eine schöne Wintertätigkeit. Ich würde es gerne in der ersten Reihe... Ah ja, machen wir es dann hier mal weiter. Am Marktplatz sieht es besser aus, wenn wir das da machen. Okay, das sind jetzt 3 von 1 auf 2, die wir machen. Damit haben wir dann den Spielraum. Der Nachteil wiederum ist natürlich, dass wir dadurch Miliz verlieren. Hm. Das ist der Nebeneffekt. Ach, schaut mal, diese wunderbare Wintersonne. So, wir sehen, hier ist die Malz angekommen. Und da ist das erste Bierfass unterwegs. Ja, großartig. Das wird dort gelagert. Bier, tatsächlich. Okay, dann brauchen wir eine Familie. Und da ziehe ich jetzt hier was von ab. Das ist quasi unsere Reserve, die jetzt die Taverne betreibt. Und damit kann es offenbar losgehen, oder? Wie schön. Ob hier die Fässer jetzt auch hergerollt werden? Vom Brauer? Der Weg ist ja nicht weit. Ja, tatsächlich. Oh, wie cool. Haha! Sehr schön. Das gefällt mir. Hervorragend. Ist das das Geräusch? Nee, ne? Das waren Bauarbeiten. Das Geräusch. Ja, cool. Sehr, sehr schön. Und damit hat die Taverne das erste Bier. Und damit könnte es sein, dass die ersten Leute hier auch zu Besuch kommen. Ob die sich wirklich hier hinsetzen? Da kommt schon das nächste Bier angerollt. Tatsächlich. Hier sitzt die erste Person. Ist das einer, der hier... Ja, okay. Geht etwas trinken. Nein, der Wirt ist sein erster Gast. Das finde ich ja sehr schön. Ja, hervorragend. Das ist doch ein gutes Zeichen. Okay, dann wird es also so sein, dass hier dieses Bedürfnis bald erfüllt ist. Und dann... Warte mal, wir können jetzt schon auf Stufe 3 upgraden, obwohl das Bedürfnis nicht erfüllt ist. Okay. Skurril. So. Naja. Wir haben den Januar erreicht. Wir haben Nahrung für 4 Monate. Die Situation hat sich verbessert, tatsächlich. Das ist erfreulich. Wie ist der Stand der Dinge hier? 24 von 40. Ja. Das wird funktionieren, das wird laufen. Ich freue mich, wir kommen gut voran. Ich denke, wir werden dann das nächste Mal die Kleinstadt erreichen. Und damit ein schönes Zwischenziel. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.